Es ist sicherlich, wenn man beginnt, viel Arbeit. Man muss erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Aber wir haben unwahrscheinliches Glück, dass wir den Kreissportbund dabei haben, die die Aktion sehr stark unterstützen. Wir haben den Landrat als Schirmherrn. Wir haben die Tageszeitung in der Jury sitzen. Wir kriegen also Zustimmung von allen Seiten. Und nach 7 Jahren ist es eigentlich ein Selbstläufer geworden. Also uns gelingt es immer wieder, Vereine zu motivieren.